Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Wir sind heute hier für eine neue Challenge. Und zwar hat jeder von uns einen Schoko-Osterhasen bekommen. Und die verwerten wir euch jetzt und zeigen euch zwei leckere Rezepte für Schokoladenmus. Mein Schokoladenmus, das ist ein bisschen reichhaltiger von der Konsistenz, proteinreich und super köstlich. Und ich mag es luftig, darum gibt es ein luftiges, leckeres Schokoladenmus. Beide Rezepte sind super einfach gemacht und gehen total schnell. Aber ich würde sagen, du brauchst ein bisschen länger. Darum beginnst du mit deinem Schokomousse und dann ich. Perfekt. Als erstes werde ich jetzt den Schokohasen schmelzen. Dafür wird er mal schön geköpft, zerlegt. Dann gebe ich alles in so ein Schmelzpfännchen. Die regelmäßigen Zuschauer von der Miss Fluri wissen, Schokolade immer über dem Wasserbad schmelzen. Das mache ich jetzt auch. Damit das Ganze schön luftig wird, nehme ich Kichererbsen. Ich nehme das Wasser von den Kichererbsen und schlage das auf. Das lässt sich aufschlagen wie Eischnee. An meine Dose gieße das Wasser durchs Sieb. Gebe die Kichererbsen zurück in die Dose. Die behalte ich fürs Abendessen. Und jetzt schlage ich das Ganze auf. Mein Tipp zum Aufschlagen ist immer in einem hohen Gefäß aufschlagen. Fertig ist mein Kichererbsen-Eischnee. Der wird jetzt nicht ganz so fest wie richtiger Eischnee, also ich kann mir jetzt das nicht über den Kopf halten. Jetzt gebe ich den Kichererbsenschnee in eine große Schüssel und hebe die geschmolzene Schokolade drunter. Wichtig, geschmolzen, aber nicht zu heiß. Und hebe jetzt alles vorsichtig untereinander. Fertig ist das schöne Schokoladenmus. Jetzt muss es nur noch in Gläschen gefüllt werden. Ich nehme da so eines. Deckel drauf und kühl stellen. Für mein Rezept benötigt ihr ebenfalls Osterhasenschokolade oder andere Schokolade. Und damit es schneller geht, hacke ich die jetzt klein und schmelze es über dem Wasserbad. Ich gebe das in meine Schale. Ich benutze jetzt gerade die von Herrn Fluri nochmal. Und so gebe ich die jetzt ebenfalls zum Wasserbad und lasse meine Schokolade schmelzen. Auch bei meinem Rezept benötigt ihr nur zwei Zutaten und meines ist schön cremig und proteinreich. Ich nehme dafür Seitentofu. Das schmeckt man nicht raus, aber das sorgt für eine tolle Konsistenz. Wenn ihr keinen Seitentofu zu Hause habt, könnt ihr alternativ auch Sojaskier oder Quark nehmen oder Kokosjoghurt. Das funktioniert auch. Ihr könnt meinen Mousse ebenfalls mit dem Handmixer gut verrühren. Ich nehme jetzt meine Küchenmaschine und gebe da hinein meinen Seitentofu. Meine Schokolade ist jetzt auch geschmolzen und ich gebe sie da dazu. Einfach in den Mixer. Und zerkleinere das Ganze. Wir halten es heute einfach mit nur zwei Zutaten. Nach Belieben könnt ihr dieses Rezept aber natürlich verfeinern und zum Beispiel noch ein bisschen Mandelmus mitmischen oder einen Schuss Alkohol dazugeben, Cognac, das passt alles super gut. Ich fülle mir das jetzt auch in Gläser. Für eine tolle Konsistenz und zum Festwerden gebe ich meine Gläser für jetzt so eine Stunde in den Kühlschrank, dekoriere sie nachher noch. Ja, und dann bin ich gespannt, wer diese Challenge gewinnt. Wir hoffen, euch hat diese Challenge gefallen. Die Rezepte zum Nachlesen findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Probiert am besten beide Varianten aus. Beide Schokoladenmousse sind unglaublich lecker und vor allem so schnell gemacht mit nur wenigen Zutaten. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri. Und mit